Ich begrüße Sie zum Chefs Homeoffice Talk mit Fabian Raffainer. Fabian Raffainer kocht im Kursaal in Bern, im früherigen Meridiano, jetzt im gesamten Kursaal drin und ist am Genussfilmfestival, das stattfindet vom 17. September bis zum 24. September bei uns zu Gast. Er kocht am 19. September bei uns. Herzlich willkommen im Talk, Fabian. Hallo Matthias, guten Morgen. Jetzt würde mich Wunder nehmen, was erwartet uns am 19. September, am Samstag bei dir? Du musst nicht in die Details gehen auf dem Teller, aber was erwartet uns? Was gibt es da für Überraschungen? Also es gibt sicher einige kulinarische Feuerwerke für mich. Ich versuche immer Gerichte zu komponieren, die stimmig im Gaumen sind, die geschmackvoll sind, die Spaß machen zu essen. Jetzt für dich, was ist so dein Engagement an einem Festival? Was heißt das für dich? Was sind da die Erwartungshaltungen von einem Koch? Meine Erwartungshaltungen sind eigentlich sehr hoch gesteckt. Also ich möchte dort eine sehr gute Performance abliefern und bin eigentlich eher der stille Schaffer. Also ich möchte nicht groß, auf der Bühne stehen oder so, das sind nicht so meine Dinge, aber das gehört natürlich auch zu so einem Abend dazu. Aber ich möchte eigentlich ja eine gute Performance abliefern und Spaß haben an dem Abend und sicher, dass die Gäste, also mein größtes Ziel ist eigentlich, die Gäste glücklich zu machen. Okay, also du wirst auf der Bühne stehen müssen, aber du kannst ja Endlich sitzen, weil wir haben ja noch einen Talk miteinander und mit einem Gast zwischen Hauptgang und Nachspeise, das gehört zum Programm, also du kommst nicht ganz weg von der Bühne, aber wir werden da das Gespräch wie heute auch ganz easy führen miteinander. Jetzt, wie bereitest du dich vor auf so ein Catering, auf so ein Festival? Was heißt das logistisch? Wie viele Köche nimmst du mit? Kommst du da hin? Wird da viel gekocht oder viel vorbereitet? Wann gehst du wieder zurück? Also all die Fragen, das interessieren die Leute. Also die Vorbereitungen laufen eigentlich schon, also mit Bestellungen und Organisation läuft eigentlich schon länger. Mitarbeiter organisieren, Fahrzeuge organisieren, wie nennt man das, eine Liste schreiben, was wir alles an Utensilien mitnehmen müssen, eine Liste mit den ganzen Zutaten, die wir mitnehmen müssen. Wir werden wahrscheinlich zu fünft vom Kursaal kommen, also mit 5 Köchen und ja, werden wahrscheinlich schon sehr parat anreisen, da wir eigentlich dass wir dort den Zug eigentlich nur noch die letzten, also das letzte Finishing machen müssen. Also wir bringen zum Beispiel selber 2 große Big Green Eggs mit, damit wir das Fleisch dann vor Ort à la minute grillieren können. Jetzt musst du den Laien sagen, beziehungsweise auch mir, was nehmt ihr mit? Das habe Big Green Eggs, also diese Holzkohlegrills, okay. Die großen, wir haben 3 davon im Haus und 2 werde ich da mitbringen, damit wir das Fleisch dann auf Kohle grillieren können. Entschuldigung. Und auch den Lattich für den Hauptgang werden wir vom Holzkohlegrill machen. Weil für mich ist Holzkohle, ja, es ist einfach das Gefühl, wenn man was von Holzkohle isst. Oder der Geschmack ist einfach was anderes, wenn man was auf Holzkohle grilliert oder dann eben auch eben auf Gas. Also es ist ein sehr großer Unterschied für mich. Wow. Das ist leicht rauchige. Gut, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Hinweise, was es zu essen gibt. Da möchten wir aber nicht alles wissen natürlich. Also verrate keine Geheimnisse mehr. Wir freuen uns sehr auf deinen Besuch. Es hat noch Plätze frei. Wir sind zwar auch bereits schon etwa bei 85% ausgebucht bei dir, aber wir haben sicher noch 15-20 Plätze frei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie sich auch noch kurzfristig entscheiden würden, bei Fabian Raffainer zu genießen. Sie haben ein bisschen gesehen, er ist sehr ein sinniger, stimmungsvoller Mensch und eben
die Ideen schwimmen bei ihm im Kopf herum. Das ist auch ein bisschen deine Inspiration, glaube ich, habe ich mal gelesen. Also du hast dauernd Ideen, die dich bei dir rumschwimmen im Kopf, hast du das genannt. Genau, also bei mir ist Inspiration, sage ich, nämlich nicht unbedingt aus dem Buch, sondern ja, manchmal beim Mountainbiken oder im Wandern in der Natur oder dann auch mal unter der Dusche oder am Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Ja, also Inspiration. Ich lasse mich eigentlich sehr gern aus allen meinen Lebenssituationen inspirieren. Okay, sehr schön. Dann wünsche ich dir nicht mehr viel Inspiration bis dahin, weil du hast schon sehr viel gearbeitet, habe ich gesehen, und sehr viel Inspiration gebraucht. Und wir freuen uns natürlich auf die Inspiration von dir am Abend. Vielen herzlichen Dank, Fabian. Und danke. Wir sehen uns am Samstag in 2 Wochen. Ist das bereit? Ja. Wir freuen uns. Und wie gesagt, es gibt noch Tickets. Danke vielmals, Fabian, und gute Zeit dir bis am Samstag. Danke, Matthias. Ciao. Bis am Samstag. 2 Wochen.